Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um die kommenden 3 Monate. Ich werde für dich in die Tarotkarten schauen, wie es denn so sein wird in den kommenden 3 Monaten für dich. Was wird passieren? Was wird geschehen? Ich beleuchte die Situation in Sachen Beruf, Liebe, Finanzen allgemein. Ich schaue einfach, was die Karten dir denn mitteilen möchten. Und ich fange jetzt einfach mal an, die Karten für dich zu mischen. Die nehme ich, das ist hier zu viel. Aber das ist schon mal gut. Das ist sehr gut hier, die allererste Karte. Da möchte ich gleich drüber sprechen, sofort, weil es ist sehr bedeutsam hier für dich, für die kommenden 3 Monate. Ich habe hier das Ass der Münzen. Und das Ass der Münzen, das ist hier eine Chance auf das Innere und auch auf das äußere Glück. Also du wirst hier eine Chance bekommen, eine Möglichkeit bekommen. Und dabei kannst du sehr glücklich werden. Das kann in eine super Entwicklung dann gehen mit dieser Chance, ja? Kann beruflich sein, kann hier aber auch in einem anderen Bereich sich zeigen. Ich habe hier die Münzen. Also ist es etwas Solides, ja? Solides kann auch etwas mit dem Geld zu tun haben, aber zu sehen ist etwas, was, worauf man sich verlassen kann. Vielleicht wird dir sogar etwas gegeben werden oder du hast die Möglichkeit, etwas zu bekommen, zu erhalten, was du festhalten kannst. Ja, kann sich um materielle Dinge handeln, muss aber nicht unbedingt. Das Glück verspricht hier zu dir zu kommen mit dieser Chance. Im äußeren Bereich, also das Außenleben, aber auch innerlich, das können auch Gefühle sein. Ja, das innere und äußere Glück kannst du hier erleben in den kommenden 3 Monaten mit dieser Chance. Das kann eine sehr eine glückbringende Chance sein für dich. Das Rad des Schicksals, der König der Kelche, nein, der Ritter der Kelche, Entschuldigung, der Ritter der Kelche und die 8 der Kelche. Es geht um deinen inneren Zustand, um deinen inneren Frieden, um die Gefühle, um Ausrichtung in Bezug auf die Gefühle. Es geht um die romantische Liebe, es geht um die Familie. Es geht aber auch allgemein um dein Leben, ja. Und wenn du zum Beispiel in Bezug auf die Liebe jetzt da irgendetwas auf dem Herzen hast, wenn du an der romantischen Liebe interessiert bist, ja, dann soll ich dir hier sagen, dass in den kommenden 3 Monaten, da wird etwas auf dich zukommen, gefühlsmäßig, und dadurch wird sich deine Ausrichtung ändern, dadurch wirst du etwas hinter dir lassen können und was Neues entdecken können. Du wirst sozusagen losziehen, einen neuen Weg betreten in Sachen Liebe, ja, mit guten Gefühlen habe ich das hier. Also das sind hier gute Gefühle. Du verlässt das was da ist, vielleicht auch schweren Herzens, weil du dich schon dran gewöhnt hast und gehst sozusagen mit den Gefühlen mit den Gefühlen einen neuen Weg gehst du da, ja? Sowas habe ich hier für dich in Bezug auf die romantische Liebe. Kann auch sein, dass du hier das Alleinsein verlässt, dadurch, dass Gefühle in dein Leben kommen. Das kann hier auch so gesehen werden, ja? Und aus der Dunkelheit
ins Licht. Ich habe hier nicht unbedingt sofort die Sonne, aber mit den ersten Schritten wirst du unter Mondlicht wandern, ja, laufen. Das erhält dir auch den Weg in Sachen Liebe, also aus der Dunkelheit ins Licht, aber mit dem richtigen Gefühl. In Bezug auf die romantische Liebe, in Bezug auf die Gefühle, sowas habe ich hier für dich, für die kommenden 3 Monate. Der Ritter der Kelche, das kann natürlich auch hier ein Mensch sein, das kann hier eine Person sein, die sich hier zeigt dir für die kommenden 3 Monate. Wenn du Sternzeichen haben willst, ja, ich habe hier natürlich die Kelche, das ist das Wasserelement, ja. Und kann jemand Romantisches sein, jemand, der wirklich super romantisch ist, auf Liebe sozusagen steht, auf Liebe programmiert ist, möchte Liebe geben, möchte Liebe empfangen, kann etwas jünger sein als du. Oder vielleicht in Liebesdingen unerfahren. Das kommt hier auch so durch, ja, bei dieser Karte. Dieser Mensch könnte in Liebesdingen etwas unerfahren sein. Deswegen vielleicht hier dieser holprige Aufbruch oder Aufbruch ohne Plan, aber auf jeden Fall aus dem Dunkel in das Licht. Und das, naja, das kannst eventuell auch du sein, aber ich habe das hier eher jemand anderes, ja, in den kommenden 3 Monaten. Und du ziehst dann sozusagen aus, zum Beispiel aus der Einsamkeit in die, ich habe hier nicht sofort ein Paar, aber es ist zumindest besser, eine Verbesserung hat man hier. Und das kann natürlich mit unsicheren Gefühlen sein oder einfach schweren Herzens, weil man sich vielleicht an diese Umstände schon gewöhnt hat. Ja, und das fällt ein bisschen schwer, sich da irgendwie auf etwas Neues einzulassen oder sich wieder auf etwas einzulassen oder sich auf diesen Menschen einzulassen, weil, wie gesagt, könnte etwas unerfahren sein. Ja, könnte etwas unerfahren sein hier. Der Ritter der Kelche. Mhm. Und ich komme jetzt zum Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals. Also in den kommenden 3 Monaten etwas Schicksalhaftes wird auf dich zukommen. Kann auch schicksalhafte Liebe sein hier. Ja, das kann hier so gedeutet werden. Schicksalhafte Liebe. Und kann auch hier schicksalhafte Chance. Auch schicksalhafte Chance kann das hier sein. Also das Schicksal hat etwas mit dir vor. Und zwar etwas Gutes. Du sollst aus der Dunkelheit ans Licht gezerrt werden oder geführt werden. Sowas habe ich hier. Schicksalhafte Ereignisse. Das Rad des Schicksals dreht sich für dich. Und ich habe das hier eher zur Verbesserung. Ja, es dreht sich in die Verbesserung, zur Verbesserung hin. Das ist hier nicht das, dass er sich irgendwie verschlechtern wird. Weil man sieht das hier auch. Hier entfacht jemand das Feuer, möchte ein Mahl zubereiten hier unten. Also das ist hier sozusagen, da ist was im Gange und irgendwann wird das Mahl serviert werden und du kannst diese leckere Speise essen und bist satt. Es geht dir gut, also in die Positivität. Die 5 der Schwerter. Ja, durch die Unerfahrenheit des Menschen hier, durch diesen Ritter der Kelche, kannst du hier irgendwie nicht zu 100% zufrieden sein damit, wie es sich entwickelt in der Liebe, bei diesen Gefühlen. Ja, aber ich möchte dir sagen, die Gefühle sind da und die Gefühle sind auch irgendwie nicht gespielt oder so. Ja, und dieser mit schweren Herzens so diesen Weg auf sich nehmen, da könnte in den kommenden 3 Monaten sowas sein, zufrieden sein, aber nicht zu 100% zufrieden sein. Ja, das kann auf diese Unerfahrenheit von diesem Menschen zurückzuführen sein. Ja, weil das ist nun mal ein Ritter, er ist noch nicht ganz fertig. Kann, wie gesagt, auch jemand Jüngeres sein, vielleicht nicht so viel Erfahrung in Liebesdingen. Das kann natürlich auch manchmal ein bisschen frustrierend sein, wenn man zum Beispiel, wenn du schon weißt, was du haben willst und ja, dein Gegenüber noch nicht so ganz, muss sich noch irgendwo finden. Ich habe auch hier in den kommenden 3 Monaten mit diesem Gegenüber habe ich auch eine, ja, kleine Auseinandersetzung, eine Diskussion, ja, sowas habe ich auch hier, die irgendwie
ja, die irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes bringen wird. Und man wird sich Rat holen diesbezüglich. Man wird sich beraten lassen. Man wird irgendetwas nachlesen. Ich habe hier noch jemanden Drittes, der dazukommt, der irgendwie so die Wogen glätten möchte, der euch helfen möchte in dieser ganzen Angelegenheit, ja, in den kommenden 3 Monaten. Aber das hat hier etwas mit der Liebe zu tun, mit den Gefühlen im Speziellen. Kann auch familiär sein, weil hier habe ich den Hierophanten. Das kann auch eine familiäre Geschichte sein. Man wird da irgendwie eine Diskussion haben, miteinander sprechen. Man hat sich mehr davon versprochen, aber es ist nur so, naja, zur Hälfte gut gegangen, aber immerhin, ja. Also ich habe das hier so, dass dieser Aufbruch nicht umsonst sein wird, weil zum Schluss liegt hier der Hierophant in dieser Reihe und deswegen ist es hier ganz gut. Da wird man versuchen, auf die eine oder andere Art und Weise miteinander zurechtzukommen. Trotzdem, ja, wird man versuchen, miteinander zurechtzukommen, zu Not mit Hilfe einer dritten Partei, die sich da irgendwie positiv auf das Ganze auswirken soll, ja, kann auch hier in der Familie sein. Das kann auch hier eine familiäre Geschichte sein, zeigt mir hier der Hierophant. Okay, ich schaue weiter. Ich habe hier die Herrscherin, den König der Stäbe. Und die 4 der Schwerter. Du wirst in den kommenden 3 Monaten genügend Zeit haben, um zu entspannen, um dich zu erholen. Du solltest auch die Zeit nutzen, um zu entspannen und sich zu erholen. Ich habe hier einen König der Stäbe hier für dich. Das könnte auch jemand Wichtiges für dich sein, könnte auch hier etwas mit der Liebe zu tun haben. Deswegen hier der Ritter, der Kelche, das muss nicht unbedingt eine Person sein, sondern so die Stimmung, weil ich habe hier auch noch den König. Das kann nämlich, wenn nicht hier der Ritter, dann hier bei dir der König der Stäbe. Ich habe hier das Feuerelement, ja? Das Feuerelement eventuell für einige könnte hier ja, das Luftelement eine Rolle spielen, also nach den Sternzeichen sich ausrichtend, ja? Und ich habe das hier so, dass der König der Stäbe aus dem Rückzug auf dich zukommen wird. Ja? Mit Gefühlen, mit Liebe. Mit Liebe im Gepäck. Also der König der Stäbe wird mit Liebe auf dich zukommen aus dem Rückzug in den kommenden 3 Monaten. Das sollte ich dir sagen. Es ist kein einfacher Weg für diesen Menschen, ja, auf dich zuzukommen. Aber das wird passieren, weil das auch so sein muss hier, weil die Gefühle nun mal da sind. Weil die Ritter, die stehen manchmal für Gefühle, je nachdem, ja. Und hier direkt über den König der Stäbe. Also sind es die Gefühle von dem König der Stäbe. Also in den kommenden 3 Monaten wird auf jeden Fall irgendjemand für dich Gefühle haben. Entweder ein Wasserelement, ein Feuerelement oder ein Luftelement, ja. Wird Gefühle für dich haben und auf dich zukommen. Aus dem Rückzug. Könnten sogar 2 Menschen sein. Hier jemand Jüngeres, hier jemand in deinem Alter oder älter. Das könnte hier auch familiär sein. Das hat hier etwas mit der Liebe zu tun und Leidenschaft. Der König der Stäbe ist für dich sehr auf dich, also möchte auf dich zukommen mit sehr viel Leidenschaft und wird es auch tun, mit sehr viel Leidenschaft. Feuer und Flamme habe ich hier. Ja, im Hintergrund sieht man das ganz gut bei dieser Karte. Feuer und Flamme für dich sein. Und das ist so, vielleicht sogar Gefühle in den kommenden 3 Monaten werden bei diesem Menschen die Gefühle aufflammen. Vielleicht ist es momentan noch nicht so. Vielleicht hat dieser Mensch nur freundschaftliche Gefühle für dich, zum Beispiel, ja. Und in den kommenden 3 Monaten diese Gefühle werden aufflammen und ich habe hier auch Liebe. Ja. Ich habe hier auch Liebe, sehr starke Liebesgefühle. Für einige, für manche ist es so Liebe und Leidenschaft gepaart, gemeinsam zusammen, ja? Und dieser Mensch kommt aus dem Rückzug. Oder man kann das hier auch so deuten, dass der Mensch eine Zeit lang in den kommenden 3 Monaten irgendwie eine Pause machen muss. Für sich selbst, eine Pause.
eine Pause machen für sich selbst, um sich vielleicht zu erholen, ja, von dem vielen Stress oder sowas. Also ich habe hier sowas, dass dieser Mensch, das bedeutet, ja, dieser Mensch wird sich so ein bisschen zurückziehen, für sich sein wollen. Das bedeutet aber nicht, dass die Gefühle nicht da sind, ja, sondern die Gefühle sind total da bei diesen Menschen, soll ich dir hier sagen. Und ja, du bist hier die Herrscherin. Und die Karte zeigt mir auch, dass in den kommenden 3 Monaten für dich hier eine sehr gute positive Entwicklung zu sehen ist. Komplett in jeder Hinsicht. Eine super Entwicklung. Und auch mit diesem Menschen, mit dem König der Stäbe, eine sehr schöne Entwicklung. Ihr beide werdet in die Entwicklung gehen. Könnte zwischenzeitlich irgendwie so kurz Funkstille sein. Es muss nicht unbedingt sein, so dass dein Gegenüber sich nicht mit dir abgeben will oder dich nicht anrufen will, sondern er könnte zum Beispiel hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen verhindert sein, sieht man hier auf der Karte, ja. Und das wird trotzdem sich aber weiterentwickeln hier. Ja, soll ich dir sagen, für einige ist das hier eine schicksalhafte Liebe, eine schicksalhafte Verbindung hier, ja, mit sehr viel Gefühl. Wie gesagt, du könntest in den kommenden 3 Monaten jemanden kennenlernen, der schicksalhaft dir geschickt werden wird. Also schicksalhafte Liebe. Jemand wird dir vom Schicksal wird dir jemand geschickt werden. Sowas habe ich hier mit sehr viel Gefühl dann und Leidenschaft. Und deswegen ergibt sich hier auch der neue Weg. Ich sollte hier noch sagen, wenn du zum Beispiel etwas anfangen möchtest in den kommenden 3 Monaten, dann mach das ruhig. Ja, du kannst etwas anfangen. Ich habe hier von klein auf ins Größere gehen, in irgendeine Angelegenheit. Du wirst auch gut Kontrolle drüber haben können. Du wirst es auch gut alles managen können. Ja, es ist hier etwas, was dir sehr viel bringen wird. Ja, das ist hier von der Liebe jetzt unabhängig. Und das Schicksal, ja, schicksalhafte Ereignisse werden dir hier eine Entwicklung bringen. Ja, also allgemein, das kann auch beruflich sein, das kann auch irgendwie finanziell sein, irgendetwas Schicksalhaftes. Ich habe hier auch eine schicksalhafte Chance, ja, für dich, wenn ich das noch nicht gesagt habe, ja. Für die kommenden 3 Monate. Also es wird schon was los sein in den kommenden 3 Monaten. Und auch sehr viel mit der Liebe. Ja, aber auch in anderen Bereichen habe ich dich hier gut drin zu liegen. Und mit einer sehr schönen Chance hier und Entwicklung. Und das ist nicht nur Entwicklungspotenzial, sondern das ist hier die tatsächliche Entwicklung. Ja. Ich denke mal, ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir vorbeigeschaut hast. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit, wunderschöne 3 Monate, ja? Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.